Hallo, liebe Fußballfreunde des FC Bayern Alzenau. Herzlich willkommen zum Hessen-Pokal-Achtelfinale zwischen dem SV Hallgarden und unserem FC Bayern. Nachdem unsere Mannschaft den Kunstrasen hoch über Österreich-Winkel betreten hatte, begrüßt der SV-Geschäftsführer Christian Rau die Vorstandschaft des FC Bayern. Der ehemalige ZDF-Kommentator Thomas Wag fungierte als Stadionsprecher in Hallgarden und bat beide Teams zu einer Gedenkminute. Dann ging es los in Hallgarten und gleich in der ersten Minute dieses Zuspiel von Ben Bischoff auf Maximilian Brauburger, der gefoult wird. Der anschließende Freistoß von Dren Hoxha wird abgefälscht und war kein Problem für den SV-Keeper. Aber schon in der siebten Minute die nächste Möglichkeit für die Bayern. Emre Can hebt der Zähler mit dem Ballgewinn. Pass in die Mitte auf Maxi Brauburger und der trifft zur frühen 1-0-Führung für den FC Bayern. Noch keine Viertelstunde war in Hallgarden gespielt, als Engin Aslan auf der rechten Seite Vasi Poporis bedient und der flankt auf den mit aufgerückten Emre Can hebt der Zähler und der wird von den Füßen geholt. Elfmeter für Bayern Alzenau und der sonst so sichere Captain Marcel Wilke vergibt die Möglichkeit zur frühen 2-0-Führung. Aber die mitgereisten Bayern-Fans mussten nicht lange auf das 2-0 warten. Emre Can hebt der Zähler mit diesem Fund 2-0 für Bayern Alzenau nach 17 Minuten. Dann eine kurz ausgeführte Eckballvariante zwischen Maximilian Brauburger und Dren Hoxha. Der bedient Brauburger und er aus vollem Lauf, aber verfehlt das Tor um Haaresbreite. Genauso wie Ben Bischoff, der nach diesem Doppelpass mit Toni Türkomos am Tor vorbeizielte. Und jener Toni Türkomos scheiterte in der nächsten Aktion am wohl besten Hallgardener Henry Solter im Tor. Und so vergaben die Bayern ein ums andere Mal ihre Möglichkeiten. Und dann kam der SV Hallgarden über die linke Seite zu diesem wunderbar vorgetragenen Vorstoß. Lange Ball vors Tor. Der Ball zurückgelegt und dann steht er goldrichtig. Alessio Desio trifft und verkürzt für den SV Hallgarden auf 1:2. Aber nur 5 Minuten nach Wiederanpfiff. Okan Çetin mit dem Auge für Maximilian Brauburger und diesen Zuckerpass in den Lauf. Und da ist Maxi zur Stelle und trifft. 3:1 für Bayern Alzenau. Richtig schmerzhaft wurde es dann 10 Minuten später, als dieser lange Ball in den Strafraum der Alzenauer segelte und Fabian Wolbert mit dem Stürmer der Hallgardener zusammenprallte und eine Risswunde erlitt. Die nächste Offensivaktion dann für Alzenau. Okan Çetin bedient Lukas Fächer und der wiederum auf Marcel Wilke und der Captain schließt ab 4:1 in der 77. Spielminute. Lukas Fächer selbst hatte dann diese Möglichkeit in der 87. Minute, ehe dann 2 Minuten später Dren Hoxha diesen langen Ball auf die rechte Seite spielt. Maximilian Brauburger zieht in die Mitte. Marcel Wilke lässt durch und dann ist Ben Bischoff zur Stelle und markiert mit diesem Schuss den 5:1 Endstand. Und so konnten Trainer und Verantwortliche des FC Bayern dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Daniel Felden ganz entspannt entgegensehen. Der beendete die Partie auch pünktlich und so zieht Bayern Alzenau mit diesem Sieg ins Viertelfinale des Hessenpokals ein. Angelo, herzlichen Glückwunsch zum Erreichen der nächsten Runde im Hessenpokal. 5:1 Sieg beim SV Hallgarden. Wie waren deine Eindrücke heute von der Partie? Ich bin überglücklich. Also das erste Mal geschafft, hat er schon gesagt. Viertelfinale. Und war tolle Atmosphäre auch hier, muss man sagen. Die Gäste haben uns hervorragend empfangen. War sehr angenehm am Anfang. Und der Gegner hat auch alles gegeben, muss man sagen. Also über sich hinausgewachsen, insbesondere der Torwart. Und mit dem Gegentreffer wurde es sogar noch ein bisschen spannend. Genau. Und schön, dass die Mannschaft dann Moral bewiesen hat. Stichwort Torhüter, unser Keeper Fabian Wolbert musste nach 60 Minuten ausgewechselt werden, verletzt. Wie geht's ihm? Ja, ich habe es gesehen. Es hat gestoppt, geht's gut, aber bei Sinnen alles okay. Ist natürlich ärgerlich. Es war jetzt auch eine unglückliche Aktion. Es war jetzt von beiden nicht. Das war nichts Großartiges. Passiert hat im Fußball. Es wird genäht. Dann genießt die Atmosphäre noch, kommt mit nach Hause.